Und der Elferrat will auch geführt werden. Und da gibt es zwei, die sind wirklich in den Teich gesprungen und haben gesagt, wir werden schwimmen lernen, wir werden es machen. Und die sind, ich sag mal, karnevalistisch, Elferratsmäßig umbeleckt. Und ich bitte mal den Merlin und die Andrea hier nach vorne. Sie nicht ausgesucht, sie sind ausgesucht worden vom Elferrat, was für mich natürlich viel einfacher ist, weil sie beide in der Nachbarschaft wohnen. Fast in der Nachbarschaft. Aber die haben im Vorfeld schon was für dieses designierte Dreigestirn beschafft und deshalb gebe ich mal das Wort an Merlin. Fast laufen zusammen. So. Also erstmal möchte ich sagen, dass wir sehr dankbar sind, gerade die Andrea und ich oder auch der ganze Elferrat. Ich sag mal, wir sind ein sehr junger Elferrat, gerade jetzt mit mir oder auch der Andrea als Elferratsführer. Ich mache das Ganze zum ersten Mal, die Andrea ebenso. Wir sind sehr dankbar, dass wir auf sehr viele Erfahrungen, die wir dabei haben, zurückblicken dürfen, die uns da sehr im Rücken stehen. Unter anderem haben wir uns dabei überlegt, dass die drei ja gerne ihr Bierchen trinken können, aber auch mit uns, aber das nicht ganz ungeschoren. Deswegen gab es ein kleines Sommerfest, was von den drei errichtet wurde und da gab es auch von uns ein kleines Gimmick, was immer wieder kontrolliert würde und das würden wir jetzt auch gerade bei der Sessionseröffnung einmal kontrollieren, ob das da ist. Ansonsten freut sich der gesamte Elferrat über eine Runde Kölsch von euch. An dem Punkt würden wir gerne einmal mit unserem Prinz Marco anfangen. Die Hosenträger, sind die angezogen? Oh! Der designierte Bauer Marvin hat... Oh, da und wie zu sehen, ja, der Niklas hat das Strumpfband schon an, das heißt... Dankeschön, Niklas. Dementsprechend möchten auch wir uns auf jeden Fall bei euch drei bedanken, dass ihr uns auch das zugetraut habt, dass wir das übernehmen dürfen, auch mit unserer Erfahrung, die gleich null grenzt. Und dementsprechend möchte ich das Wort dem Brandy überreichen wieder. Jetzt hast du zwei Mikrofone. Also ihr hört mich jetzt Stereo, ne? So, ob das ganze Schmölz im Saal, ob der designierte Elferrat, ob die noch amtierende drei Damen, ne, zwei Damen sind es ja noch, zwei gestört. Ob das ganze Drehbuch liest, ja. Ob der Karneval, ja. Und ob das eine neue Session wäre soll. Ja. So. Wenn von euch keiner mehr was sagen möchte, werde ich weiterreden. Nein, Quatsch. Wer dann das Wort wieder an den Leo geben und wenn ihr Spaß an der Freude hat, Gott heb der Saal. Wer mich nicht hören will, kann während meinen Vorträgen dann runtergehen. Wer aber trotzdem Spaß an allem hat, kommt zu den Veranstaltungen, besucht die und gebt ein schönes Publikum. Die drei werden alles geben, um euch eine Freude zu bereiten. Leo, dein Wort. Ja, wie der Brandy so ist, dem ist nichts hinzuzufügen. Es war kürzer, als ich dachte. Es gab schon Zeiten, da war es länger. Ja, aber nichtsdestotrotz, guckt es euch an. Eine starke Geschichte mit allen Führern zusammen. Alles passt. Ich denke, es sieht schon ganz gut aus. Ihr seid schon ganz gut am Laufen mit dem ganzen Thema. Ob die Trainer uns, beziehungsweise und die Prinzenführer, die Elferratsführer, Herr Drehmer von Herzen, Bliese, Bliese, auf das zukünftige Dreigestirn. So, Thomas hat auch kurz.
Wenn man uns drei hier sieht, ja, wir sind junge, aber wir sind nicht komplett. Hinter uns stehen noch drei Leute, drei Männer, die das schon alles gemacht haben, was wir hier vorhaben, die Erfahrung haben. Und somit bitte ich unsere Prinzenführer mit einem Klatschspaß auf die Bühne. Alle Mann, wir sind an der Mann, ja. Nichts geht zu verlieren. Alle Mann, wir sind an der Mann, ja. Immer in uns verfrieren. Alle Mann, wir sind an der Mann, ja. Und schuldig steht hier dann. Jeder, der jetzt alle uns verlieren, sich verlieren, die Prinzipien werden schon. Jeder, der jetzt alle uns verlieren, sich verlieren, die Prinzipien werden schon. Ja, hier zu sehen unsere Prinzenführer, drei erfahrene Karnevalisten, in jedem Verein oder in vielen Vereinen aktiv. Wie soll es uns besser gehen, wenn wir die nicht an der Sick hätte? Ja. Aber es ist nicht nur wir. Prinzenführer, wir haben auch noch ein Gefolge oder auch ein Ilverrad. Und das sind die Leute, die uns den Rücken stärken, die immer hinter uns stehen. Die holen wir jetzt alle auf die Bühne. Lieber Ilverrad, liebe Damen, liebe Herren, winkt mal, zeigt euch mal, wo seid ihr alle? Unser Ilverrad für unser nächstes Jahr, die uns alle begleiten werden. Wir sind wahnsinnig stolz auf die ganze Truppe. Wir sind eine starke Einheit mit unserem Prinzenführer, mit unserem Ilverrad. Ich glaube, das kann nur gut werden. Und auch mit unserem Ex-Damen-Dreigestirn, noch Dreigestirn, ja, die uns das super vorgelebt haben, wo wir sagen können, genau so machen wir das auch. Vielen Dank. Aber jetzt kommen wir zur Vorstellung von unseren drei Gestören. Wir haben uns ja auch was überlegt. Keine Sorge, wir tanzen nicht. Ne? Das machen der Marvin und ich ab und zu zwischendurch, ne? Zwischen der Session und während der Session auch schon mal. Der Niklas, der bucht uns dann, damit wir tanzen können. Ja, das machen wir jetzt nicht, keine Sorge. Denn jetzt wird es wild. Jeder an seiner Vierseite, also ne, die Lauscher auf. Es wird was länger. Liebe Karnevalsfreunde aus Bliesheim. Wir stehen heute als designiertes Dreigeschirr von Bliesheim und möchten uns gerne vorstellen. Als Dreigeschirr repräsentieren wir die Vielfalt und den Zusammenhalt unserer Gemeinschaft. Wir sind alle drei Menschen gleichen Alters, aber glaube ich mit einer so anderen Perspektive im Leben. Doch eins verbindet uns alle und das ist die Liebe zum Karneval und die Leidenschaft, diese mit Freude mit euch zu teilen. Unsere Prinzenführer Brandy, Georsch und Jörsch sind erfahrene Karnevalisten, die bereits seit vielen Jahren aktiv in verschiedenen Vereinen mitwirken. Sie kennen die Tradition und Bräuche des Karnevals wie kein anderer und sind wahre Botschafter unserer Gemeinschaft. Mit ihren Erfahrungen werden sie uns sicher durch die Session führen und dass wir unvergessliche Momente haben. Aber auch unser gemischter Ilverrad, der uns begleitet, spielt eine wichtige Rolle. Hier haben wir bewusst auf eine Mischung aus jung und alt gesetzt. Denn nur so können wir die Tradition bewahren und gleichzeitig neue Impulse setzen. Denn die Jungen bringen frischen Wind und innovative Ideen ein, während die Alten, ja, Mitglieder mit ihrer Erfahrung und Weisheit den Karnevalstraditionen treu bleiben. Gemeinsam bilden wir eine starke Einheit, die den Gliesheimer Karneval zum Strahlen bringen. Woo!
Liebe Freunde des Karnevals, wir möchten euch versichern, dass wir drei alles daran setzen werden, um euch eine wunderbare Session zu bereiten. Wir werden mit euch lachen, tanzen und singen. Wir werden gemeinsam feiern und die Sorgen für einen kleinen Moment vergessen. Denn genau das ist es, was den Karneval ausmacht. Lasst uns die Session zu etwas Besonderem machen. Lasst uns Tradition bewahren und gleichzeitig neue Wege gehen. Lasst uns gemeinsam den Karneval im Liestern zu Strahlen bringen. In diesem Sinne wünschen wir euch eine tolle Karnevalssession voller Spaß, Freude und unvergesslicher Momente. Somit rufen wir aus, Drehmer von Hetzel, please ein! Alle! Reihe Stirn! Alle! Hüfte, Hüfte! Alle!